Ja, Chaser, ja, dir möchte ich natürlich auch gratulieren zu deinem ein Jahr YouTube. Es ist wirklich krass, diese Zeit. Also ein Jahr, 365 Tage. Ist einfach unglaublich, wie man so lange schon YouTube machen kann und das wirklich von Anfang an durchziehen kann. So wirklich jede Woche im Stream mindestens und wirklich so viel Elan da reinstecken, das ist echt extrem, extrem krass. Ich glaube, ich bin so zu den 200, 300 Abonnenten dazu gekommen. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber seitdem wirklich, seitdem ich dich das erste Mal gesehen habe, warst du wirklich komplett korrekt. Es hat immer Spaß gemacht, dir zuzusehen. Auch heute noch macht es sehr, sehr viel Spaß, dir zuzusehen. Und es freut mich halt wirklich immer sehr, wenn du dich freust und wenn du halt irgendwas Geiles machst, dann und man dazu lacht, dann ist es einfach nice, weil du bringst halt andere Leute echt oft zum Lachen und das freut mich auch wirklich sehr und es macht auch echt Spaß, dir dann dabei zuzugucken. Ja, zum Beispiel, als ich das erste Mal ein Video für dich schneiden konnte, das war ein richtig geiler Moment. Ich habe mir so gedacht, ja, okay, vielleicht fragst du ihn mal, weil ich kann ja ein bisschen Video schneiden, ob man mal ein Video schneiden für ihn kann, ne? Und ja, du hast ja gesagt, kann man gerne machen und fandest es geil, das hat mich auch super, super gefreut. Und ja, ab da ist es wohl sozusagen zum Beruf geworden bei dir. Also ich schneide ja jetzt bis jetzt immer die Videos. Macht natürlich auch Spaß. Natürlich teilen wir das noch mit Leonardo und James. Aber allgemein, das ganze Team gefällt mir halt. Und wirklich danke, dass ich dich kenne. Auch als wir uns mal getroffen haben, war ich echt erstaunt. Ich fand es echt krass so. Und wirklich extrem vielen Dank, dass du da bist und dass du YouTube machst. Und lass dich nicht unterkriegen. Wir stehen da gemeinsam durch, wir sind eine Army, wir sind die Jazzer Z-Army und aus dem Web kriegt uns keiner mehr weg. Du weißt es und alle anderen, die das Video jetzt gucken, wissen es auch und auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du da bist und YouTube machst, um uns zu unterhalten. Yo, Jazzer Bruder, Daniel Legal hier. Nun bist du ein Jahr auf YouTube. Gratulation, du hast nicht aufgegeben, hast immer weitergemacht und wir genießen alle deinen Stream. Ich bin das erste Mal Mod überhaupt irgendwo, ja, und ich genieße es in vollen Zügen und ich genieße deine Streams, ja, und ich Respekt dafür, dass du es durchziehst, das ganze Quatschen mit den Leuten und Unterhalten, das ist nicht ohne und deswegen muss ich sagen, krass, Alter, und Glückwunsch und ich wünsche dir auf jeden Fall alle Abos auf der ganzen Welt, du hast es verdient. Für dich habe ich noch ein Rap geschrieben, ich kann es dir leider nicht auswendig jetzt vorrappen, aber ich lese es ab und versuche ein bisschen Flow reinzukriegen. Ja, probieren wir mal so, ne? Ob es funktioniert. Es ist J-E-Z-Z-A. Also Glückwunsch zum ersten Jahr. Auf YouTube die Zukunft, Modern Warfare Zuflucht, der was hier gerade rappt ist, einer der gern zuguckt. Es ist Daniel Legal im Haus, ab und zu hau ich dir mal die Spenden raus. Geht aufs Haus, gebe es aus oder kauf dir Equipment, dafür will ich einen Win sehen jetzt auf Shipment. Also geht aus dem Weg, ihr seid sowas vom weg, also macht einmal Platz, denn der Chesser ist back und vom Web bekommt man uns jetzt auch nicht mehr weg. Hast du's gecheckt? Chesser, Respekt! Ja Mann, Alter, ich hoffe, du feierst es, genieß es, Alter, und mach weiter so. Peace, Alter. Ja, Jether, ein Jahr ist rum. Wow, dieses Piece geht erstmal an dich. Erstmal, was kann man von dem Jahr sagen? Es war voller Höhen und Tiefen, aber trotzdem am Ende sehr, sehr erfolgreich. Mit erhobenen Hauptes stehst du trotzdem noch da und die ganze Community, die hinten dran steht, steht auch noch weiterhin hinter dir. Ich hoffe für die Zukunft, dass es auch weiterhin so bleibt, dass wir eine tolle Community sind, tolle Moderatoren und Jether, dass du uns weiterhin so geil unterhältst. Ich bin richtig froh, dich kennengelernt zu haben, dich gefunden zu haben im Web. Übrigens kriegt uns da auch keiner mehr weg. Wow, ein dickes Lob an dich, Jether. Mach weiter so, bleib wie du bist und an die ganze Community da draußen. Ihr seid die Besten. Macht weiter so. Das war richtig ein schönes, geiles Jahr und für die Zukunft noch mehr so geile Jahre. Peace. Wie hast du Jazza so kennengelernt? Das war ganz witzig. Mein PC ist kaputt gegangen, ist durchgeschmort wegen einem Blitzeinschlag. Habe ich dann in meinem Bett gelegen, war eigentlich niedergeschlagen und dann habe ich so Jazza gesehen, habe ein bisschen beobachtet. Die Spiele, die, also das Spiel, was er gespielt hat, also ja, das Spiel halt eben, war nicht so meins, aber er gefiel mir eigentlich ganz gut. Er war ein richtig junger Mann, halt eben voll in seinem Leben halt eben und richtig nett auch.
Und das hat mich sofortig angesprochen, habe ich gesagt, der ist ein richtig cooler YouTuber. Der ist richtig, richtig keck drauf. Der ist richtig nice. Und da habe ich halt eben dann so angefangen, mit ihm zu reden, habe ein bisschen mit ihm erzählt, über meinen Bruder halt eben und so weiter und so fort. Und ja, und daraus hat sich, glaube ich, mal eine gute Freundschaft auch entwickelt, auch mit dem Server-Team auf Discord. Und ja, ja, ich war Abonnent 91, glaube ich, knapp. War eigentlich ganz witziges Zusammentreffen, finde ich. Was waren jetzt deine witzigsten Ereignisse mit Chesser? Das Witzigste war mitunter, wo wir uns über Star Wars The Clone Wars unterhalten haben, mit den Anime-Augen. Da habe ich auch einige Memes gemacht, die ich auch ihm immer mal schicke, oder beziehungsweise auch einige andere Memes, die ich extra gemacht habe, oder auch der Witz mit dem Hochschlafen. Das waren so die witzigsten Sachen auch mitunter. Das ist auch, worüber man immer mal wieder lacht im Team und auch mit Jazzer zusammen. Und was möchtest du Jazzer so alles auf dem Weg mitgeben? Und ich will auch allen anderen Abonnenten mit auf den Weg geben: Seid nett! Jazzer ist ein echt netter Typ und mit dem kann man sich auch echt gut unterhalten und er macht auch einige Witze oder auch Essensanekdoten, wo ich selber immer Hunger bekomme. Und Jazzer, dir persönlich alles, alles Gute für dein Einjähriges und auch für die Road, die du geknackt hast zu 1000. Herzlichen Glückwunsch. Ich selber glaube, ich könnte das niemals schaffen mit meinem kleinen Kanal, wo ich immer nur ein Video hochlade pro Jahrhundert. Du machst das super. Lass dich nicht unterkriegen. Ansonsten weißt du ja, komme ich mit meinem MG3 um die Ecke. Und ich hoffe, du wirst irgendwann ein richtig großer YouTuber. Beziehungsweise auch vielleicht irgendwann ein Twitch-Streamer. Und dass ich dann irgendwann in meinem Rollstuhl dann da sitzen kann mit 80 Jahren und sagen kann, den kannte ich. Hey Tessa, wo fange ich an? Es fing eigentlich alles an, als Season 2 von Modern Warfare gestartet ist. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich guck mal nach irgendeinem Livestream auf YouTube, hab gefiltert nach Modern Warfare Season 2 Deutsch und hab dich gefunden. Du warst der einzige Stream, hattest glaube ich 9 Zuschauer, dachte mir, ja okay, schau ich rein. Ich will einfach nur sehen, was gibt's Neues eigentlich so in der neuen Season. Und dann warst du da. Und da hab ich jetzt gedacht, irgendwie ein komischer Kerl. Hab ich ja weitergeschaut, weil es sonst kein anderer gab auf YouTube, der gerade streamen wollte. Und ich war an diesem Tag da, habe auch direkt abonniert, wie ich es halt so mache, und habe mir einfach nur gedacht, ja, also eigentlich ist er ein ziemlich sympathischer Kerl, richtig lebensfroher Typ. Und dann hat sich das entwickelt, ich war jeden Stream dabei, nach ungefähr einem Monat wurde ich dann auch zum Mod ernannt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache jetzt einen Fan-Kanal auf, und seitdem betreibe ich die Jazzer Stream Highlights. Für Jazzer produziert die Hälfte der Videos davon, und ich bin einfach nur froh, bei dir in der Army zu sein. Es macht Spaß, diese Videos zu schneiden. Es ist mehr einfach ein Hobby für mich geworden. Ich mache es jetzt einfach regelmäßig. Und ich merke, dass du daran Spaß hast. Und du dich immer weiterentwickelst und nicht einfach aufhörst, weil du sagst, du hast keinen Bock mehr oder kannst gerade nicht mehr. Sondern sagst, kurz Pause, danach geht's wieder weiter. So viele Freunde habe ich auch schon weiterempfohlen. Sie finden dich einfach nur sympathisch. Gegen dich kann man nichts sagen. Ich hoffe, dass unsere Zusammenarbeit weiterhin so bleibt. Ich weiter bei dem Mob bleiben kann. Und wir auch weiterhin Freunde bleiben. So, Jessa, das war's dann jetzt mit dem Dankesvideo von den Mods. Im Jahr, ein Jahr ist jetzt wirklich um. Du hast es geschafft, ein Jahr YouTube zu betreiben. Und wir sind auch echt stolz darauf, dass wir deine Mods sein können. Vielen, vielen Dank dafür und lass dich nicht unterkriegen. Wir werden die Reaktion jetzt im Stream von dir sehen. Also vielen Dank, dass du da bist und für uns weiter YouTube machst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, so wie die anderen Mods dir auch. Und bis dann. Ciao.